Leute, ich bin ja in Nürnberg und gestern war ich Sushi essen, heute bin ich indisch essen. Ihr wisst ja, dass ich indisches Essen liebe und in Nürnberg habe ich ja die ganze Zeit gegessen. Ich habe das noch nicht probiert. Ich habe Pani Puri bestellt. Das musst du mit dieser Soße essen. Und ich wollte das immer probieren, habe aber noch nie probiert. Und wir machen jetzt zusammen einen Taste-Test. Bist du auch schon? Das ist so ein Loch drin. Erste Maske für mich, oder? Ich habe keine Ahnung, ich habe sehr viele Videos gesehen und so ungefähr weiß ich, wie man das isst, aber glaube ich nicht so. Es nervt mich, dass da... Okay, das ist für dich. Okay, ich weiß auch nicht, damit der zusammen ist. Okay. Ting, ting. Ting, ting. Tschüss. Mhm. Muss man alles auf einmal? Mhm. Oh mein Gott, das schmeckt so gut. Das ist so erfrischend. Boah, wie geil. Ich mach ein bisschen mehr von dieser Soße. Na, voll geil. Oh mein Gott. Ein bisschen scharf. Ich wusste, dass das geil schmeckt, weil ich habe so viele Videos gesehen und so viel gehört. Aber es hat die Erwartungen getroffen, wirklich richtig geil. Wir haben gerade noch vom Personal geschenkt bekommen. Voll süß mit so einem Brot. Ich habe vergessen, wie das heißt, aber ich wusste. Aber das ist so richtig crunchy. Dann habe ich natürlich als Hauptgericht Butter Chicken bestellt mit Naanbrot. Wir machen jetzt Taste Test. Da gibt es auch noch Reis. So warm. Kalt. Willst du auch probieren? Mhm. Was hast du? Ich habe Lamm. Du hast Chicken. Aber du hast auch eine andere Soße, ne? Ja, aber es wird schärfer, glaube ich. Oh, meins ist aber nicht diese klassische Butter Chicken. Ist ein bisschen anders geschmacklich. Es wird schärfer, ne? Auch gut. Ist mehr so intensiver mit Geschmack und Gewürzen als meins.